Jo Leute, willkommen zurück zu The Elder Scrolls Skyrim. Also ich bin jetzt einmal rumgegangen und habe die Sachen zusammengesucht für meine Rüstung. Ich trage jetzt also eine komplette Drachenrüstung. Also die hatte ich ja vorher schon fertig. Aber die habe ich jetzt verstärkt. Also per Schmiede. Und habe da jetzt endlich nicht mehr Zerstörung und Wiederherstellung drauf, sondern Zerstörung und Illusion. Auf den Handschuhen habe ich Diebstahl und Bögen. Und auf den Stiefeln Diebstahl und Ausdauerregeneration. Und auf der Brust habe ich Magicka schneller regenerieren. Ist aber nicht allzu viel erhöht. So. Gut. Ja, halt die Klappe. So. Ja. Ich habe den Mottenpriester zu meinem Diener gemacht. Och nö, die Dämmerwacht hat versucht, mich aufzuhalten, aber sie war keine echte Bedrohung. Die Dämmerwacht war dort, sie haben gut gekämpft, aber nicht gut genug. Die Dämmerwacht hat ihn beschützt und war, oh, mich beinahe umgebracht. Jawohl. Ah, da ist er. Die Waffen habe ich im Übrigen nur verstärkt. Also die habe ich jetzt nicht irgendwie großartig verzaubert, weil ich Verzauberung auf Waffen echt blödsinnig finde. Aber ich werde jetzt wieder rüber switchen auf Dolchkämpfe und weniger auf Magie setzen. Damit wir ein bisschen Abwechslung drin haben. Ja, das hast du gut gemacht. Ich habe eine neue Aufgabe für euch, Diener. Ihr müsst eine Schriftrolle der Alten lesen. Aha. Dann möget ihr mit eurer Lesung beginnen. Aha. Aha. Ja, ich. Ja. Ja. Hallo. Okay. Okay, die mit den Drachen ist auch in der Main Quest wichtig. Und die andere, keine Ahnung. Wisst ihr, wo die anderen Schriftrollen sind? Ah. Okay. Nett. Was heißt unsere Arbeit?
Okay. Ja. Ich wollte mich eigentlich nähern an dem. Finde heraus, wo sich die. Okay. Sehr schön. Okay. Gut. Das heißt, unsichtbar raus. Wieder sichtbar werden. Ein dädrisches Schwert. Das könnte auch ein Zweihänder sein. Das könnte sogar relativ cool werden jetzt. Wer schleicht denn darum? Ist das ein Dämmerwacht-Mitarbeiter? Jo, das ist ein Dämmerwacht-Kundschafter. Du solltest die Augen besser aufhalten, Junge. Tja, ich würde mal sagen, es war mal einer. So. Ach, ich weiß, was ich bei Illusionen noch vergessen habe zu kaufen. Leben und Tod aufspüren. Weg. Ich bin weg. Ich bin nicht mehr da. Ich bin weg. Geh weiter. Du siehst mich sowieso nicht. Das ist richtig. Genau hier runter. So, das hier. Okay. Einmal umschauen. Nicht, dass hier noch mehr rumgeiern. Aber es scheint mir, dass das alle waren. Okay, gut. So, wir müssen eine Schriftrolle der Alten finden. Okay. Ja, okay. Winterfeste. Wollte ich sowieso hin, weil ich wollte noch den einen oder anderen Illusionszauber. Ach shit. Ich habe Geld abgelegt. Ich habe mein ganzes Geld abgelegt. Na egal. Schauen wir später mal nach. Ach, du machst immer noch die Führung. Okay. Ja, mach mal die Führung. Mach du mal deine Führung. Jetzt muss ich einmal gucken. Ich glaube, ich habe noch vernünftige Zaubertränke, die man gut verkaufen kann. Die habe ich gebraucht zum Verstärken von denen und habe es ein wenig übertrieben. Ich habe 20 Stück jeweils hergestellt. Ich glaube, die lassen sich ganz okay noch verkaufen. Die Bekleidung haben, brauchen wir. Ansonsten haben wir überall so ein bisschen was, aber nichts, was ich eigentlich unbedingt loswerden möchte. Ah, da, hi. Zauber und Beschwörung für jene, die sie anwenden können. So, du müsstest doch hier. Echt nicht? Ist das bei Veränderung? Das scheint dann echt bei Veränderung zu sein. Okay, das hätte ich jetzt nicht gewusst. Ich war mir ziemlich sicher, dass es ein Illusionszauber ist. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir einmal hier rein und ich nehme mal an, ich weiß schon direkt, wo wir hin müssen. Arcaneum.
zu einem gewissen Herrn Ork. Hunderte von Jahren sind in die Zusammenstellung dieser Sammlung geflossen. Sie bleibt so makellos, wie sie jetzt ist. Verstanden. Jo. Ich suche eine Schriftrolle der Alten. Und was wollt ihr damit? Wisst ihr denn überhaupt, wonach ihr da fragt? Erzählt mir mehr über die Schriftrolle der Alten. Natürlich das. Ich habe. Habt ihr nun eine? Natürlich tue ich Ihr das. glaubt wirklich, dass ich euch eine dieser Schriftrollen sehen ließe, wenn ich denn eine hätte? Sie würde unter strengsten Sicherheitsvorkehrungen aufbewahrt werden, damit auch der beste Dieb von Tamriel sie nicht anrühren könnte. Habt ihr wenigstens Informationen über sie? Ich muss eine finden und ich habe gehört, dass ihr mir helfen könnt. Ich weiß ja nicht, wer euch das gesagt hat, aber ich werde tun, was ich kann. Ah, okay. Wir haben auf alle Fälle Unmengen an Büchern. Ja, das weiß Ich ich. bringe euch alles, was wir über sie haben. Es ist aber nicht viel. Macht euch also keine zu großen Hoffnungen. Es sind hauptsächlich mit Gerüchten und Spekulationen aufpolierte Lügen. Gut. Okay, was gibt der mir denn jetzt? Einfach mal durchblättern und ich hoffe, dass ich irgendwann mal eine Quest kriege. Tue ich nicht. Oh, doch, krieg ich. Entschlüsselung des Übernatürlichen. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorglos umgeht. Ist das klar? Ja, das ist das Werk von Septimus Sigmus. Ah. Keiner außer ihm versteht das Wesen der Schriftrollen der Alten besser, aber nun ja. Er ist schon lange nicht mehr hier. Ja. Irgendwo im Norden, in den Eisfeldern. Ja. Zu groß. Suche nach der Schriftrolle. Septimus. Eine der Schriftrollen, wie gesagt, ist wichtig für die Hauptquest und das ist genau die, die wir jetzt gerade. Oh. Dann wollen wir mal den Drachenbogen testen. Schön in den Kopf daneben schießen. Okay, da will ich dann doch sagen, ist das Blitzgewitter. Ah, da ist er. Da ist er doch. Okay. Komm runter hier. Ah, wisst ihr was? Das machen wir anders. Einmal. Zack. Zweimal. Zack. Und. Achso, Moment. Ich kann das ja auch so machen. Wo ist er denn? Da hinten ist er. Hopp, hopp, hopp. Da ist er. Hallöchen.
Ja, komm schon, den brutzeln wir jetzt weg. Den brutzeln wir jetzt weg. Ich sehe ihn gerade nicht. Ach, komm schon jetzt hier hin. Du verdammtes Drecksvieh. Ich wollte gerade sagen, das tut bestimmt weh. Super, haben wir hingekriegt. Okay, er speit auf irgendwen Feuer. Und. Aha, jetzt aber. Ja. Ja. Vergiss es. Erledigt. Easy. Okay, wo ist dieser blöde Haufen? Hin. Okay, der ist irgendwie hier reingebackt, glaube ich. Ich glaube, der ist hier irgendwie reingebackt. Ne, keine Ahnung. Kriege ich nicht. Ja, ist er. Da kannst du sicher sein. Der ist hinüber. Warum? Ich war jetzt kleiner Drache. Warte mal ab, wenn nachher so zwei, drei Drachen kommen. Dann wird's witzig. Ist mir erst einmal passiert, dass ich gegen zwei Drachen zeitgleich kämpfen musste. Es hat dann aber was, wenn man so einen legendären und so einen alten Drachen hat, und dann beide auf einen draufgehen. Ist das schon nicht schön? Zack. Zack. Es ist genau der Weg, den man auch wirklich gehen muss. Es gibt da nicht zufälligerweise einen Weg, der gerade den Berg runterführt in Serpentin. Es ist ein Mythos. So. Ich würde gerne hier den Wegepunkt mitnehmen, wenn ich ehrlich bin. Aber da muss ich dann da hoch, ne? Naja, komm, wir gehen da trotzdem hoch. Wir gehen da trotzdem hoch. So. Wir machen da zwar noch nichts, aber wir gehen da trotzdem schon mal den Weg hier hoch. So, Himmelstempelruinen entdeckt. Man hat da hinten schon den Untoten gesehen. Der war einmal. Und jetzt gehen wir weiter. Hui, Klatsch im Wasser. So. Hier gibt es im Übrigen auch, also in der Questreihe, in der Main Questreihe gibt es auch zufälligerweise ein Artefakt, ein Dedra-Artefakt, das meiner Meinung nach das mächtigste überhaupt ist. Und vor allem, wenn ihr nicht die DLCs und Updates alle gezogen habt, ist es sogar noch mächtiger. Das Ogmar Infinium war früher dafür, von mir zumindest immer missbraucht, um innerhalb von 2 Stunden einen Char zu haben, der auf, alles auf 100 hatte. Zack. Zack. Ja, okay. Ich habe erfahren, dass ihr euch mit den Schriftrollen der Alten auskennt. Die Schriftrollen der Alten.
Ja. Die Kaiserlichen haben sich mit ihnen davon gemacht. Das glauben sie zumindest. Mit jenen, die sie sahen. Mit jenen, die sie zu sehen glaubten. Ich kenne eine Illusion. davon. Vergessen ist sie. Isoliert. Doch Okay. dorthin kann ich mich nicht begeben. Nicht der arme Septimus, denn ich bin darüber hinausgewachsen. Okay. Und wo ist die Schriftrolle? Hier. Nun hier. Hier, im kosmischen Sinne. Ja. Den isologischen Maßstäben betrachtet Ist alles in der Nähe. Nähe. Ja. Könnt ihr mir helfen, die Schriftrolle der Alten zu bekommen oder nicht? Eine Hand wäscht die andere. Septimus gibt euch, was ihr wollt, aber ihr müsst ihm dafür etwas bringen. Was wollt ihr? Sehet dieses Meisterwerk der Dreamer und ihre größten Geheimnisse. Septimus ist ein kluger Mensch. Doch im Vergleich mit dem dümmsten aller Dreamer ist er nichts als ein zurückgebliebenes Kind. Aha. Zum Glück haben sie ihre eigene Methode hinterlassen, die Schriftrollen der Alten zu lesen. In den Tiefen von Schwarzweite liegt solch ein Objekt verborgen. Ja. Habt ihr von Schwarzweite gehört? Dort, wo Dwemer-Städte ihren Schlaf genießen, ragt die Spitze sehnsuchtsvoll und wird geheimes Wissen. Boah, ich kann dem Typen nicht zuhören. Entschuldigt. Nicht Wir hin. müssen da. Zeit, die Runde, das findet. Vertraut Septimus. Er So. weiß, dass ihr es wissen könnt. Gott im Himmel, ey. Ist der Typ nervig. Ist der Typ nervig. Also der quatscht irgendwie eine halbe Stunde oder so. Deswegen, also, der ist richtig hart nervig. So. Ich kenne, also die Quest kenne ich wirklich auswendig. Die habe ich mit jedem Char gemacht. So, einmal da lang. Ups. Ich habe in die falsche Richtung geguckt. Einmal da lang. So. Und wie gesagt, normalerweise konnte man, wenn, oder kann man immer noch, wenn man die Updates nicht gezogen hat und die DLCs, also alles, was vorm DLC kam, konnte man sich damit mit der Variante einen Charakter innerhalb von 2 Stunden auf Level 81,5 hochziehen. Damals war das nämlich das Maximallevel. So. Lass die da drüben mal kämpfen. Da war ein Magier und vom Klang her war das gerade ein Troll. So. Sartal. Dann haben wir das für später auch schon mal. Und dann gehen wir einmal hier lang. Ausdauerregeneration erstmal. Ist ja sowieso erhöht. Und gehen wir hier lang. Okay, die Hitbox ist nicht so groß, wie ich gedacht habe. Hab dich. Das gibt jetzt gegrilltes Kaninchen. So. Hier müssten 3 Wölfe eigentlich kommen. Da ist Eiswolf Nummer 1. Dann kommt. Ups, Moment. Wo sind die anderen beiden Wölfe? Normalerweise müssten hier Wölfe kommen.
Wurscht. Wurscht. Da sind meine Atronarchen. Es gibt hier einen relativ praktischen Trick, wie man sich den Aufstieg sparen kann. Und zwar geht man hier hin, schaltet den Punkt frei und steht dann oben auf dem Berg. So habe ich das immer gemacht, weil es wesentlich viel kürzer ist, als den Berg hochzurennen. Oder sich halt hochzugletschen. Wie auch immer man halt hochkommt. Es ist auf jeden Fall die, also meiner Meinung nach, die schnellste Variante. Zack. Und ab in die Eisruinen. Okay. Und ja, halt die Klappe. So, jetzt müssten hier gleich die Spinnchen kommen. Also diese hier, die Zwergenspinnen. Schön ist halt auch, wenn man hier einfach durchrollen kann und genau weiß, wo man stehen bleiben muss und wo nicht. Im Übrigen, sind die eigentlich jetzt weg, die beschworenen Viecher? So, da ist. Und tot. So, weiter, 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 weiter. Da liegt der tote Bruder. Wein, Gold, Geldbeutel. Und dann einmal hier durch. So, hier müsste irgendwo. Komisch, ich dachte, da wäre eine Feuerrune auf dem Boden irgendwo. So, zack. Hier, wenn ihr die Truhe aufmacht, nicht direkt davor stehen, da ist nämlich ein Trittschalter. Oh, cool. Zack, 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 zack. Mal gucken. Ich wollte gerade sagen, da ist der dann. Das sind die, die sich nicht bewegen. Das sind die, die sich bewegen. Da kommt die Spinne. Ja, ich kann dieses Ding komplett auswendig. Wie gesagt, ich habe irgendwie diese Quest 30, 40 Mal gemacht. So, einmal weiter, 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 weiter. Eigentlich würde ich gerne noch nach Schwarzweite kommen. Zumindest am Anfang von Schwarzweite möchte ich gerne sein. Das ist eine Riesenhöhle, wo es ultra viel zu sehen gibt, aber nichts wirklich gemacht werden muss. So. Für alle, die ein bisschen lower sind, würde ich empfehlen, den Weg hier zu nehmen. Man kriegt den Dietrich und das Coolste ist. Moment. Okay, das funktioniert nur, wenn der Dietrich drauf liegen bleibt. Dann springt die ganze Leiche weg. Sieht ultra witzig aus. Ich weiß nur nie, welches man als erstes nehmen muss. Das Tagebuch oder den Dietrich. Aber man muss das Tagebuch nehmen.
Oder die haben das gepatcht. Was ich schade finde. Weil ich es immer witzig fand. Einmal hier. Da müsst ihr jetzt einmal aufpassen. Hier ist nämlich so eine Zwergensphäre. Hier sind die Trittplatten, die ich zum Glück nicht auslöse. Da kommt so ein rotierendes Messer dann raus in der Schiene. So, einmal den Hebel aktivieren. Den Hebel können wir eigentlich auch aktivieren. Und einmal hier lang. Hier lang. Da lang. Da lang. Hier lang. Da lang. Da lang. Am besten abspeichern. Auch ich schaffe diesen Sprung nicht immer. Ach shit. Habt ihr mich echt gesehen? Habt ihr mich echt gesehen? Ach so, nee, ihr habt die Ratte gesehen. Ach. Ihr habt den Skewer gesehen. Gott im Himmel, und ich mache mir hier schon Stress. Shit, verkackt. Verkackt. Ja gut, schalte ich so aus, dann geht's einfacher. Schalte ich so aus, dann geht's einfacher. Und komm schon, komm schon, komm schon. Dann kann ich hier unten direkt hinspringen. Es geht einfacher. Und da stirbt man auch nicht. Nur halt fast. Aber dann heilt man sich halt wieder hoch. Einmal hier hin, einmal hier hin. Und man spart sich da irgendwie 20 Räume mit. Es ist im Übrigen Leben unabhängig, das wird nämlich prozentual abgezogen. So, hier müsst ihr aufpassen. Stolperdraht. Oft genug, dass ich einen Pfahl mal da reinlocke. So. Apropos Falmer. Der ist hinüber. Einmal Falmer Ohr und die ganzen komischen Rüstungsgegenstände, die die haben. So, einmal hier lang. Einmal da lang. Hier sind auch so ein paar Kisten, ist ein bisschen was drin. Im Großen und Ganzen aber meistens nur Edelsteine, die es im Moment für mich nicht wert sind. Und hier kommt ein Centurio. Ah, und der Schlüssel ist da, glaube ich, auch drin. So, die beiden. Aha. Zack. So, was denkt ihr, wer gewinnt? Ich weiß es, wer gewinnt. Es gewinnt immer der Gleiche. Tja. Man sieht es jetzt schon. So. Also ich lasse es normalerweise zu, dass sie ihn tötet. Und dann gehe ich hin und schneide ihr die Kehle durch. So. Die beiden haben jeweils immer die gleiche Ausrüstung. Einmal das Schild und einmal das Schwert. Zack. Zack. Und Schwarzweite.
Erledigt. Sehr schön. Haben wir hingekriegt, dass ich bis hierhin gekommen bin. Auch wenn es jetzt 5 Minuten länger gedauert hat. Einmal sneaken. Einmal das. Schade. Warum ist die Zwergsphäre nicht kaputt gegangen? Gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Easy Elder Scrolls Skyrim. Haut rein. Bis dann und ciao, ciao.